Ich habe zwei Kinder und zwei Mädchen und die Angst, dass man nicht wieder aufwacht, ist natürlich da. Ich bin wie immer zu meiner jährlichen Gyn-Routine-Untersuchung gegangen und habe mir gar nichts Schlimmes gedacht. Und der Arzt war ganz irritiert, als ich einen viel zu hohen Blutdruck habe, den ich noch nicht mal in den Schwangerschaften hatte. Ich dachte, ich bin urlaubsreif. Und als es nicht wegging, habe ich dann doch den Arzt aufgesucht. Und die Enduntersuchung war dann das MRT vom Kopf. Und am Ende habe ich erfahren, dass ich einen Hirntumor habe. Ich sah einen großen, zwar gutartigen, aber einen großen Tumor im unteren Kleinhirnbrückenwinkel. Das ist da, wo Kleinhirn und Hirnstamm zusammenliegen. Und an dieser Stelle im Schädelinneren, eigentlich nicht im Gehirn, sondern außerhalb des Gehirnes, liegen wichtige Nerven für die Schluckfunktion, für die Gesichtsnervenfunktion, für die Facialisfunktion. Das ist natürlich eine ganz essentielle Frage für eine junge Frau. Auch der Hörnerv liegt dort, der Gleichgewichtsnerv liegt dort. Es geht einem ja gut, man hat ja gar keine Probleme und plötzlich soll da eine OP vor einem stehen. Die operative Entfernung ist eine mikrochirurgische Entfernung. Ich sage immer wieder, es ist so wie beim Uhrmacher. Man hat eine Vergrößerung, man braucht Licht, man braucht ganz feine Instrumente, man muss sehr vorsichtig operieren. Aus der Narkose aufzuwachen war verrückt. Ich habe aber meinen Mann sofort gesehen und da war alles gut. Und ich konnte trinken und hören und ich habe alles gefühlt und da war ich einfach nur glücklich. Merken Sie das? Natürlich fällt ein großer Stein auch den Angehörigen, nicht nur dem Patienten und mir, auch den Angehörigen vom Herzen, wenn ich sage, es ist alles gut gelaufen, Ihrer Frau geht es gut. Ich kann alles wieder machen. Ich kann Fahrrad fahren, ich kann Stand-up paddeln, ich kann mit meinen Kindern spielen, ich kann ja, Familienleben, alles, das ganz normale, den ganz normalen Alltag genießen.